Morgen. Los geht's zum Flughafen. Japan. Ruft. Wie lange fliegen wir? Erstmal 9,5 Stunden und danach nochmal 3,5 Stunden. Und dann sind wir in Tokio. Wird cool, oder? Oh ja. Ich bin echt gespannt. Was sehen wir aus mit diesem Was Blumen. Ganz anderes. Andersrum. Günstig parken, wenn man zum Flughafen will, oder? Ja. So, Stefan bringt jetzt kurz das Auto weg und dann geht's Richtung Flughafen. Aber erstmal nach Peking und danach weiter nach Tokio. Vielen Dank. Ich glaube, das kommt nicht gut, wenn du so machst. Du filmst, ja, und machst so. Das ist ein Kaugummi im Mund. Geil. Ein Timelapse. Erzähl mal, wie lange fliegen wir? Also wir fliegen jetzt nach Peking und dann geht es weiter von Peking nach Tokio Haneda. Und da und dann geht's zu deiner Schwester. Okay. Zeig mal die Bordkarte. Die ersten chinesischen Zeichen, die japanischen Zeichen. Chinesisch ist das, glaube ich. Nee, gut, ich bin mal gespannt auf die Sitzplätze, ne? Ja, ganz hinten, zu zweit. Ganz hinten, zu zweit. In einer Maschine, die eigentlich 3 Plätze pro Seite hat. Ja, und 4 in der Mitte, glaube ich. Und wir rechnen mit viel Platz. Stress im Flieger, kein Platz. Ein bisschen. Kein Platz. Aber... Sagen. Ach so, nein. Ist einfach müde. Ja, angekommen. Erstmal ein Kaffee. So richtig. Mal richtig asiatischer Kaffee. Platz machen. Mein Rucksack geht kaputt. Ist zu klein, oder? Ja. Aber wenn er größer ist, sieht scheiße aus. Also wir machen jetzt in mein Handy eine SIM-Karte rein, weil eigentlich brauche ich das nicht, aber ich dachte für das Land, weil hier echt komplett andere, also weil ja Schriftzeichen sind zum Übersetzen und so, das Internet überall zu jeder Zeit, glaube ich, nicht schlecht. Deswegen tauschen wir jetzt mal die SIM-Karte. Wo hast du die her? Die habe ich bestellt zu Hause. Kann man in Deutschland bestellen. Genau, das ist unlimitiert und hat 25 Euro gekostet für 16 Tage, glaube ich. Finde ich, ist ein guter Preis. So, Internet sollte jetzt gehen, hoffentlich. Wir hoffen. Jetzt gucken wir, wie sucht den Zug? Wie wir nach Yokohama kommen. Es fährt regelmäßig was. 13.17, 13.24, die, wo wir halt jetzt kriegen, wir laufen jetzt Richtung Züge und gucken, welche wir kriegen. Was wir noch haben, wir haben schon aus Deutschland Suiza-Karten. Sonst würden wir nämlich da jetzt anstehen. Ja, die kann man schon in Deutschland bestellen und damit kann man Zug fahren. Also ganz einfach drauflegen, dann wird sie abgescannt und ich glaube, wenn man rausgeht, wird sie nochmal gescannt und dann wird es abgezogen, damit sie sieht, wie viel Dinger du gefahren bist. Kann man sich auch Trinken kaufen? Sollen wir mal die ausprobieren? Mit der Karte kann man sich Trinken kaufen. Ja, sollen wir mal das? Ja, oder das? Pink ist gar nicht. Yeah. Was willst du ausprobieren? So einen fetten Gehirn. Ja, aber das trinke ich ja nicht. Ja, hier guck mal, eine Coke Plus.
So, jetzt lege ich das mal hier drauf. Bam. Easy. Okay, also wir sind uns nicht ganz sicher, weil die Schilder sind nicht so aussagekräftig. Warte mal, der will uns zu irgendeinem Bus bringen. Ich will nicht mit dem Bus fahren. Übrigens auch ein Koffer, ja? Jetzt geht's. Führerschein übersetzen. Ja, wir fahren jetzt dran vorbei. Das heißt, wir lassen den jetzt gleich übersetzen. Wenn man als Deutscher in Japan Auto fahren möchte, muss man den übersetzen lassen. Da reicht kein internationaler Führerschein aus. Und wir waren zu geizig, um das von Deutschland aus zu fahren, weil das irgendwie über 80 Euro gekostet. Und hier kostet es zwischen 20 und 25 Euro. Schauen wir halt mal, wie es funktioniert, ne? Okay, was ist jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Doch. Führerschein ist übersetzt. Noch nicht. Ja, dauert 2 Stunden. Beantragt. Scheiße, sind die freundlich. Ich wurde im Amt noch nie so nett behandelt. Wir fahren jetzt zu Stefans Schwester, zu Dani. Und laden unseren Scheiß ab. Und kommen dann erstmal an. Und in 2 Stunden holen wir den Führerschein wieder ab. So, hier sollten wir richtig sein, oder? Ja. Wir kommen an und haben überall also Zettel. Also ich halte es wert, dass ich hier rücke auf. Die Klimaanlage funktioniert aber. Typisch in Japan. Schuhe aus. Also. Oh mein Gott, das ist so süß. Roomtour. Eigentlich schläft sie in dem Zimmer, was sie uns jetzt gibt. Jetzt schläft sie aber da. Abstellen. Weil? Der Boden. Der Boden. Oshi hier. Oh Gott, wir müssen heute auf jeden Fall ein bisschen japanisch lernen.